und heute mache ich ein Video zu veganen Süßigkeiten. Ganz viele Leute fragen einfach, was esst ihr eigentlich? Schokolade ist doch nicht vegan, Gummibärchen sind nicht vegan. Und was könnt ihr denn eigentlich noch essen? Und um diese Frage zu beantworten, wollte ich halt einfach dieses Video machen. Ich bin keine Ernährungsberaterin oder sonst was, ich will euch einfach meine Meinung sagen. Und wenn ihr noch mehr Videos zum veganen Lifestyle sehen wollt, schaut einfach mal in die Infobox, da ist ein Kanal von mir und meiner Schwester verlinkt, wo wir Videos zu diesem Thema machen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und ich beginne mit Aufstrichen. Also Marmelade kann man natürlich essen. Wir essen sie meistens mit Agavendicksaft gesüßt von Alnatura oder einfach vom Bioladen. Aber man kann auch essen, zum Beispiel von Rapunzel, die Schokocreme. Das ist eine zart-bitter Schokocreme. Und so eine gibt es auch von Alnatura. Und die ist vegan. Und die Zutaten sind nicht gerade die besten und gesündesten, aber immer noch gesünder als zum Beispiel Nutella oder so. Und die lieben wir besonders mit Obst oder halt auch auf dem Brot. Und die kann ich auch sehr weiterempfehlen. Das nächste wäre eine andere Schokocreme, und zwar so eine Duo-Schokocreme. Die meisten kennen wahrscheinlich die von, ich weiß die Marke gerade nicht, war es von Milka? Gibt es jetzt auch von Derit Organics. Das ist halt eine Schokoladen-Haselnuss- und Weißcreme. Und die findet man auch im Bioladen. Also bei mir kaufen sie immer in Basic. Die müsste es aber auch im Dance geben. Und die süß halt die andere Creme. Das weiß es auch ziemlich süß. Also wer lieber was Süßeres mag, sollte sich die mal anschauen. Weil die auch sehr lecker schmeckt und die kaufen wir auch. Das nächste ist ein Sojapudding von Alpro. Und der ist halt mit Zartbitter. Und den kann man auch sehr gut mit Müsli essen. Oder mit Cornflakes oder mit Haferflocken und der schmeckt sehr lecker. Den gibt es auch noch mit Karamell, mit Kaffee, mit Vanille, mit ganz verschiedenen anderen Sorten. Und ich glaube, die Marke gibt es beim Edeka und Provamehl, da gibt es auch noch Puddings davon, die gibt es auch im Bioladen. Das nächste, was ich euch zeigen will, sind einfach Zartbitterschokoladen. Die meisten Schokoladen, über 60-65%, sind vegan und die enthalten dann Kakaomasse und Kakaobutter. Und da ist auch gar keine Milch drin oder sowas, da braucht ihr keine Angst zu haben. Auch Laktoseintolerante können die essen. Und da müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen, denn alle Schokoladen mit über 65% sind vegan. Und ich finde, die schmecken auch viel besser als die Vollmilchschokoladen. So, jetzt komme ich zu den richtigen Süßigkeiten. Und ich beginne mit Oreos. Jetzt denke ich bestimmt, hä, Oreos, sind die nicht vegan? Doch, die sind vegan, die haben die Rezeptur geändert. Und ich kann euch mal einen Blogpost von einer Veganerin unten verlinken. Die hat darüber noch was geschrieben. Und ja, also das ist wahrscheinlich das Ungesündeste in dem ganzen Video. Aber sie sind vegan. Das nächste wäre von Fruchtbar Biofrüchten aus 100% Frucht. Und das sind wie Gummibärchen. Nur schmecken sie viel besser und sind halt auch ohne Gelatine, ohne Zuckerzusatz, ohne Farbstoffzusatz und ohne Konservierungsstoffe. Und die schmecken auch sehr süß, wie halt 100% Frucht schmeckt. Und die findet ihr auch im Bioladen. Als nächstes habe ich nochmal gummibärähnliche Sachen, und zwar von Nature Addicts. Und die könnt ihr auch im DM finden. Und das sind halt auch Fruchtsnacks mit 100% Frucht. Und da gibt es halt, das hier ist jetzt Apfel-Himbeer, es gibt auch Erdbeer-Apfel und noch andere. Und die sind halt auch ohne Zuckerzusatz, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Süßungsmittel. Und die liebe ich und auch einige aus meiner Klasse lieben die sehr und die kann ich deshalb auch sehr empfehlen. Als nächstes habe ich hier von Bolsener Mühle Schokohaferlinge. Das sind Schokocookies und die sind mit Hafervollkornflocken und halt mit Zartbitterkonfitüre. Die sind zwar nicht die süßesten, aber sie schmecken halt auch sehr, sehr, sehr gut. Und die sind ziemlich klein und auch gut jetzt für die Schule oder so. Und die kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und die findet ihr auch im Bioladen. Und als letztes zwei Sachen von derselben Marke, und zwar von... Ich habe leider kein Französisch, ich habe keine Ahnung. Und das sind halt Tweet-Bios. Und zwar sehen die so aus, die sind mit Schokolade innen drin, wie ihr das sehen könnt. Und die schmecken einfach sehr gut. Das ist halt eine französische Marke und die gibt es in unserem Bioladen seit paar Wochen erst. Und davon gibt es auch diese Kekse, die sind auch mit Schokolade gefüllt.
Und die hat meine Schwester bei einer Verlosung gewonnen. Und die haben wir jetzt auch im Bioladen nachgekauft. Und das ist die letzte Packung, weil wir sie so lieben. Und die sind halt auch süßer, das heißt, die können einfach mehreren Leuten schmecken. Und die sind halt auch ohne Palmöl, weil einige Sachen, die ihr auch vorhin gesehen habt, sind mit Palmöl. Und hier ist halt Sonnenblumenöl und Agavendicksaft und Rohrzucker und Kautai, Kakaobutter und sowas drin. Und auch Haselnüsse. Und die schmecken auch sehr, sehr, sehr lecker. Und die Sachen, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, sind nicht die billigsten, aber es sind auch nicht die teuersten. Also man kann sie sich leisten. Anstatt zwei Haribo-Packungen könnt ihr euch dann auch einfach eine Packung Nature Addicts von DM kaufen. Und es ist viel gesünder, ihr tut eurem Körper was viel Besseres und ihr fühlt euch danach einfach wohl und fitter. Und dafür mussten keine Tiere leiden. Und deshalb kann ich euch die Sachen auch wirklich nur empfehlen. Und das war's schon mit dem Video. Falls ihr noch mehr darüber sehen wollt, wie gesagt, unser Veganer-Kanal ist in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss!